Es ist soweit, mein Kanal hat 3000 Abonnenten erreicht und darauf habe ich gerade 3 Träger Bier gekauft und werde jetzt darauf erstmal Bier trinken. Und hier, ich bin seit fast 4 Jahren auf YouTube unterwegs und das hat mir viel zu lange gedauert bis zu den ersten 3000 Abonnenten. Hier, mach mal was dagegen. Spammt irgendwelche größeren Reaction-Kanäle zu oder teilt meine Videos oder so, damit das schneller geht. Weil ich muss hier dieses Abonnenten-Almosen machen. Das muss schneller gehen. Das muss richtig schnell gehen. Guck mal, weil mein Content hauptsächlich Outdoor-Content ist, habe ich mir hier ein Zettel gemacht. Geschrieben. Da habe ich mit Hilfe meiner Community die 30 größten deutschsprachigen Outdoor-Kanäle zusammengesucht. Und ich werde jetzt als Special auf alle 30 Kanäle sortiert nach Abonnentenanzahl jeweils grüßend ein Bierpower machen gehen. Also werde ich jetzt loslaufen und nach keine Ahnung wohin mit mir und werde erstmal nach dem Bierpower-Gegenstand suchen gehen. Ich habe den ersten Bierpower-Gegenstand gefunden. Ich grüße dich, Fritz Meinecke. Ich habe gerade den ersten Bierpower gemacht von 30. Ich habe schon wieder was gefunden. Ich grüße dich, Survival Martin. Ich grüße dich, Adventure Buddy. Jetzt hat es Stückchen weiter zugelaufen, nachdem ich 3 Stück gemacht habe. Aber ich werde erstmal ein Bier trinken. Weil der erste habe ich schon getrunken. Gib Prost. Ich habe zwar keine Ahnung, wohin mit mir, aber ich werde erstmal nach Richtung nach da lang laufen. Und wenn ich dann später heute Abend dann irgendwo so einen Pennplatz gesucht habe, wo ich mich mit Tarp hinlegen tue, dann werde ich mir da auf jeden Fall was Geiles zu fressen machen. Mit Beef. Ich befinde mich gerade in Seewaldsbrück und ich laufe jetzt hier durch diesen urinriechenden Bahnhof Seewaldsbrück durch. Je tiefer man hier reingeht, desto mehr Uringeruch kommt. Wobei dieses Mal ist das nicht so schlimm wie sonst eigentlich. Ich grüße dich, it's Marvin. Guck mal, in diesem Fitnessstudio, da habe ich eine Zeit lang trainiert. Da habe ich jeden zweiten Tag meine Muskulatur im Vierersplit auseinandergerissen gehabt. Und ich musste leider kündigen. Ich habe mich leider gezwungen zu kündigen, weil erstens wegen den C-Maßnahmen bin ich irgendwann aus dem Takt gekommen, weil ich mir jeden zweiten Tag die Muskulatur zerreiße. Und weil ich sowieso umziehen möchte. Also ich möchte gerne hier aus Bremen wegziehen. Ich bin auf Wohnungssuche. Und genau deswegen habe ich gekündigt. Aber mir fehlt das auf jeden Fall wieder reinzugehen. Hätte ich wieder richtig Bock drauf. Ich grüße dich, PJ Adventure. Ich grüße dich, Fabio Schäfer. Ich laufe jetzt zur Richtung Weserwehr oder so hin. Also da, wo Wasser runterfällt. Guck mal, wo ich jetzt gerade bin. Und zwar hier. Das hier, das ist die Weserwehr. Also da, wo Wasser runterfällt. Und wisst ihr, an welcher Stelle ich jetzt gerade bin von der Weserwehr? Und zwar, ich bin jetzt gerade hier, wo diese Treppe hier ist. Auf dieser Treppe habe ich schon so ein paar Mal gemütlich Bierchen getrunken. Habe ich mich da drauf gesetzt und habe da Bier getrunken und Musik gehört. Und auf diesem Treppengeländer, also auf dem hier, da kann man auch Bierpower drauf machen. Ich grüße Naturensöhne.
Und auf diesem Treppengeländer, da habe ich schon mal im Sommer ein noch viel längerer Bierpower gemacht. Der sieht so aus. Ich laufe gerade an der Weserwehr drüber und das hier, das ist die Weserwehr von dieser Perspektive aus. Und da fällt Wasser runter. Und da ganz hinten, da ist Rohr mit Dampf oben drauf. Ich bin jetzt gerade an einer Stelle angekommen, wo hier diese Stange ist. Und auf dieser Stange, da habe ich schon mal Sorg gemacht. Leute, das hier, das ist eine Schiffskatapultieranlage. Ich habe das schon mehrfach erklärt gehabt, wie das hier funktioniert. Und wer das noch nicht gesehen hat, gebe ich die Aufgabe, meinen gesamten Kanal so stark zu durchforsten, bis er mein Tutorial gefunden hat, wie das hier funktioniert. Also meine genaue Erklärung dazu. Und genau, das sieht von der Seite so aus. Genau, da habe ich mal eine richtig genaue Erklärung gemacht. Na, such mal schön. Das lohnt sich. Und darauf, dass ich euch die Aufgabe gegeben habe, dass ihr nach einem Video suchen sollt, wo ich die genaue Erklärung für die Schiffskatapultieranlage abgegeben habe, werde ich erstmal darauf ganz entspannt ein Bierchen trinken. Ja, Prost. Ich grüße dich, Vilodiak. Ich glaube, ich laufe jetzt erstmal nach Richtung Hamhausen und dann irgendwann nach links. Und guck mal hier, ich habe schon wieder was gefunden. Hier sind sogar zwei. Richtig geil. Das sind Bierpower-Gegenstände, die müssen mitgenommen werden. Ich grüße dich, Max Cameo. Und ich grüße dich, Kai Sackmann. Also ich habe jetzt 10 YouTuber gegrüßt. Outdoor-YouTuber. Das heißt, ich habe jetzt ein Drittel gemacht. Ich grüße dich, ja. Vanessa Blank. Ja. Guck mal, das hier, das ist ein Birkenbaum. Und normalerweise wachsen da dran Blätter, aber jetzt gerade sind da keine Blätter. Aber sobald da Blätter wachsen, dann kann man die essen. Ich esse die ganz oft. Die sind richtig geil. Und wenn ich mal auf die Idee kommen sollte, 7V's Wald Selbstversuch 7 Tage lang durchzumachen, dann werde ich auf jeden Fall ganz viele von diesen Blättern fressen. Und nicht nur Birkenbaum, sondern auch ganz viele andere Bäume, die werde ich auch fressen. Ich werde auf jeden Fall ganz viele von diesen Blattpapieren in mein Maul reinstopfen und das essen. Ich grüße Survival Deutschland. Ich grüße René Kreher. Mir ist eben gerade etwas passiert. Und zwar, guck mal hier. Seht ihr diesen Fleck hier vorne? Da ist ein bisschen Nässe dran. Das ist Bier. Und wisst ihr auch warum? Weil ich wollte gerade meine Mütze ein bisschen richten. Und ich hatte vergessen gehabt, dass ich mein Bier in der Hand habe. Und dann habe ich mich so weggekippt. Und guck mal hier. Hier, diese Dinger hier. Kennt ihr die? Die wachsen hier auf der Erde rum. Und diese Dinger, die sind richtig geil. Die kann man richtig geil verzehren. Das ist richtig Salat. Ich grüße dich, Thomas Gast. Das war eine andere Art von Bierpower gewesen. Das geht auch auf sowas und auf Tischen und so. Das könnt ihr mir glauben. Ich grüße Survival Shop Überlebenskunst.at. So, das war da gerade der 15. Bierpower-Gruß gewesen. Und das heißt, ich habe 50% gemacht.
Ich weiß noch nicht, wie viele ich heute noch mache. Aber ich werde auf jeden Fall von heute und auf morgen verteilt. Die insgesamt 30 Bierpausen machen. Damit das Video bloß bis zum Ende nicht langweilig wird. Welcher YouTuber ich dann grüßen werde. Ihr müsst so lange wie möglich Naturräder gucken. Das ist gut für meinen Kanal. Ihr müsst so viel meinen Kopf angucken, wie das geht. Das gebe ich euch zur Lebensaufgabe. So oft wie möglich meinen Kopf und mein Gesicht und Augen, Nase, Mund anzugucken. Das ist mir ganz wichtig. Und hier, guck mal, durch meine Zahnlücke passt immer noch ein 2-Euro-Stück durch. Das ist richtig geil. Das zeige ich euch mal kurz, falls ich einen da hätte. Das heißt, meine Zahnlücke ist größer als Tanzverbot seine. Das finde ich richtig geil. Das macht mich richtig stolz. Das könnt ihr auch mal genauso machen. Das ist richtig geil mit so einer großen Zahnlücke, wo so ein 2-Euro-Stück durchpasst. Das kann ich nur empfehlen. Guck mal, das da drüben, das ist Habenhausen oder wie das heißt. Und ich bin gerade nach links abgebogen. Und jetzt laufe ich nach Richtung... Nach diese Richtung, wo diese... Wie heißt das Ding nochmal? Wo diese komische, laute Autobahnbrücke ist. Wo ich schon mal drunter gepennt habe. Und wo ich so ein... Wie heißt das Ding nochmal? Wo ich am nächsten Tag extrem voll das Piepen in den Ohren hatte. Und sich meine Ohren, also ich habe mich so richtig halb taub gefühlt, weil es so extrem laut war, wie in diesem Bum, 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 Bum. Ich glaube, wenn ich dort gleich angekommen bin, oder bald, dann zeige ich euch das auf jeden Fall, wie sich das anhört. Das hat mich die ganze Nacht richtig genervt. Ich grüße. Natur, Buschkraft und Kochen. Dieser Kanal gehört Benjamin Klausner und er führt noch mehr Kanäle, wie zum Beispiel Bananeninsel oder Wanderfalke oder noch mehr Kanäle, die eigentlich in die Liste mit reingepasst hätten. Aber ich habe die außen vor gelassen, weil ich wollte möglichst verschiedene YouTuber drin haben. Genau, nur damit ihr Bescheid wisst, dass ich die nicht mit reingebracht habe. Ich grüße dich, Tom Siesink. Ich grüße Leon TV. Ich grüße Outdoor Chiemgau. Ich grüße Unknown Words. Langsam ist kühl geworden und ich habe jetzt gerade meine fette Jacke angezogen. Und mir ist aufgefallen, dass ich jetzt gerade Bierpower Gruß Nummer 20 gemacht habe. Und ich stehe jetzt schon wieder hier bei diesem Schild, wo ich vorhin versucht hatte, Bierpower zu machen, aber der nicht geklappt hat. Weil guck mal, wie krumm der ist. Das ist kein Bierpower-Schild. Der ist viel zu schief dafür. Der ist richtig... Der ist nicht gut. Guck mal hier, die Sonne geht langsam runter. Langsam gleich Dämmerung kommt. Langsam bald Dunkle kommt. Das heißt, ich muss bald meine nervige Kopflampe anziehen, wenn das ganz unten ist. Ey, glaub ich. Aber scheiße, ich habe nur meine kaputte Kopflampe dabei. Weil die andere Kopflampe, die liegt bei mir in der Packstation drin. So, bevor die Dunkelheit so langsam anbricht, wollte ich euch diesen wunderschönen See da vorne vorstellen. Und zwar dieser See, der besteht aus Flüssigkeiten. Ich grüße Expedition Leben. Guck mal, das da oben, das ist Autobahn. Und ich laufe jetzt hier runter, damit ich euch gleich diese Autobahnbrücke zeigen kann, wo ich zweimal drunter gepennt habe. Und auf dieser Autobahn, da fahren ganz viele Autos und LKWs und noch mehr Fahrzeuge drauf. Und die machen diese ganz vielen Abgasen.
hier, ich bin unter dieser Autobahnbrücke, wo ich schon mal zweimal drunter übernachtet habe. Und guck mal, wie laut die ist. Mit diesen ganzen Geräuschen. Und zwar genau hier an dieser Stelle, da habe ich zweimal gezeltet. Beim ersten Mal habe ich mit einem Kumpel hier gezeltet. Und beim zweiten Mal habe ich als 2000 Abonnenten-Special alleine hier drunter gezeltet. So, ich bin hier an dieser einen Stelle angelangt, wo ich glaube, dass ich heute hier pennen werde. Und in dieser Stelle, diese Stelle kenne ich bereits schon. Hier habe ich schon mal gepennt. Das ist diese Stelle mit diesen Flussufer. Hier Weser oder wie das heißt. Und da ganz hinten mit dieser nervigen Autobahn, wo diese ganzen vielen Autos und LKWs rumfahren, diese ganzen Abgasen produzieren. Und genau, ich glaube, ich werde heute hier auch pennen. Ach ja, stimmt. In dem Video, wo ich das erste Mal im Tarp gepennt habe, das habe ich genau hier gefilmt. Und mir fällt auf, im Gegensatz zum letzten Mal, war das hier beim letzten Mal komplett zugewachsen gewesen. Da hatte ich hier kaum Platz gehabt, irgendwie so einen Tarp aufzubauen. Es hat zwar geklappt, aber jetzt habe ich doch viel mehr Platz dran. Richtig geil. So, ich habe hier meinen Tarp aufgebaut. Der hält auf jeden Fall. Der ist richtig stabil, das schwöre ich euch. Oh Scheiße! Dieser Stock ist hier zu instabil. Das heißt, ich muss einen neuen Stock suchen gehen, damit ich das hier nochmal mit Mühen aufbauen tue. So, ich habe hier meinen Tarp wieder aufgebaut. Und dieses Mal habe ich auch dieses hier so runtergespannt, damit das hier so aussieht, wie das aussieht. Und guck mal hier! Ich habe hier einen stabilen Stock genommen, der dieses Mal nicht abbricht. Aber der ist viel zu schwer und stabil und so weiter für einen so ein Spanndings. Und deswegen habe ich das mit zwei diese Spanngurten hier gemacht. Und das so festgespannt. Extra, damit der nicht auf meinen Kopf drauf fällt. Falls einer nicht halten sollte. Weil wenn das hier auf meinen Kopf drauf fällt, Dann spritzen ganz viele Gehirnzellen aus meinem Kopf raus. Und ich habe da ein bisschen Angst vor, dass dann zu viele Gehirnzellen wegspritzen. Und deswegen habe ich das genauso gemacht. So, es ist jetzt ungefähr 21 Uhr und so langsam habe ich Bock auf Mittag. Und das heißt, ich werde jetzt Mittagessen beginnen zu kochen. Und dafür mache ich jetzt erstmal einen Spirituskocher. Jetzt erstmal hier in diesen Topf hier Wasser reinschmeißen. Drauf machen und damit das schneller heiß wird, damit das schneller kocht. Noch schneller diese Blasen kommen, die da rum explodieren und so weiter. Mache ich diesen Deckel hier drauf. Weil da kommen gleich Nudeln rein. Und hier, guck mal, hier vorne ist Beef. Das werde ich anbraten, gleich, nachdem die Nudeln hier gekocht sind. Aber bevor ich das mache, werde ich hier, ich habe dieses hier von zu Hause mitgebracht. Paprika mit Zwiebel und vier Champignons. Das werde ich jetzt erstmal klein schneiden, damit ich das dann am Ende anbraten kann mit dem Beef. Guck mal, langsam Blasen kommen. Ich liebe diese Pockenkrankheiten, die jetzt gerade hier entstehen. Und wisst ihr auch warum? Weil ich hier diese komischen Nudeln hier reinstecken kann. Die kann man da so richtig, richtig reinmachen. Boah, Scheiße, ich hab gekleckert. Ich hätte die Nudeln hier ein bisschen verschwendet. Ich liebe das nicht.
Aber jetzt warten, bis die weich werden. Guck mal, diese Nudeln, die sehen fast so fertig aus wie mein Kopf. Das heißt, die sind gut genug, dass ich die einfach so draußen stehen lassen kann. Und jetzt, weil das hier jetzt frei ist, werde ich diese Pfanne hier drauf machen. Diese Pfanne, die habe ich, das ist ja eine Titanenpfanne. Das habe ich von Helmut geschenkt bekommen. Vielen Dank dafür. Ich werde da jetzt erstmal. Da ist Rapsöl drin. Das werde ich hier rauf klatschen. Und jetzt erstmal hier dieses Beef reinkippen. Das ist Rindfleisch. Na, ich habe jetzt den Großteil hier reingemacht. Und dann, wenn es gleich fertig angebraten ist, dann kommt der Rest rein. Guck mal hier, ich habe für meinen neuen Kumpel auch was zum Essen hier abgegeben. Das ist voll geil. Und guck mal, wie heißt das Ding? Ich habe hier... Scheiße, das Ding ist aus. Ich muss das wieder anmachen. Naja, mein neuer Freund ist schon wieder da. Der ist wieder angekommen. Genau, der frisst. Ja, der hat das Fleischstück hier mitgenommen. Naja, egal. Hier, guck mal. Ich werde jetzt erstmal... Wie heißt das Ding? Ja genau, das war das Fleischstück gewesen, was ich verloren gegangen habe. Aber weil dieser Topf hier so klein ist, ich meine Pfanne oder wie das heißt, kann ich nur so ein Teil irgendwie drauf tun. Hier, guck mal. Mein Essen ist fertig. Das kann ich nur empfehlen. So, ich habe meinen Teller aufgegessen und guck mal, ich habe hier so ein bisschen dieses verschmierte Gewürzketchup drauf getan, wie man hier sieht. Und guck mal hier. Ich brate jetzt das überflüssige Fleisch an. Und zwar nicht für gleich oder so, sondern damit das rohe Fleisch nicht mehr roh ist. Damit, wenn ich dann morgen zu Hause angekommen bin, dass ich das einfach in die Mikrowelle reinschmeißen kann. Also nur auf warm machen muss. Guck mal, wir haben jetzt diese Temperatur. 1,3 Grad drauf, aber ich glaube, das liegt jetzt, weil ich das jetzt hier so gehalten habe, dass das jetzt plötzlich höher gegangen ist. Aber genau, da stand gerade, glaube ich, 1,3 Grad an dran. Und genau, so penne ich heute hier. Selbstverständlich in meiner Alljahreswetterhose. So, wir haben jetzt 23 Uhr ungefähr und ich liege jetzt halbwegs im Schlafsack drin. Wir haben zwar von den Temperaturen her ungefähr 1 Grad Celsius, aber weil ich jetzt direkt am Fluss liege, hier in dieser Weser oder wie das heißt, fühlt sich das wegen der Luftfeuchtigkeit noch viel, viel kälter an. Also als ob wir voll die Minusgrade hätten ungefähr. So fühlt sich das gerade an und deswegen liege ich hier halbwegs im Schlafsack drin. Und ich denke mal, ich werde jetzt noch ein letztes Gute-Nacht-Bier trinken. Und nein, ich bin nicht alkoholabhängig, aber ich liebe es, auf Outdoor-Aktivitäten ganz viel Bier zu trinken. Deswegen trinke ich heute auch Bier. Auf Wanderung mit Übernachtung, da, ich liebe es einfach nur. Das ist richtig geil. Also ich mag das zumindest. Also ich nehme mich nicht als Vorbild, aber ich mag das zumindest. Bier zu trinken dabei. Und deswegen, geprost!
Und hier, mein neuer Freund, und zwar diese Maus, die hat sich mehrfach blicken lassen und ist immer wieder zu mir gekommen. Hier zu meinem Campingkocher und hat diese Reste, was ich irgendwie fallen gelassen habe, hat er immer wieder aufgesammelt und mitgenommen. Und da war auch ein bisschen Fleisch dabei. Und ich glaube, dieses Beef-Fleisch, das liebt er einfach. Das findet er richtig geil. Aber eine Sorge habe ich, und zwar, ich weiß aus Erfahrung, dass Mäuse, die in ihrem Leben irgendwie Fleisch gegessen haben, bissig werden können. Also sprich, wenn man die anfasst, dass die beißen können. Und falls mein neuer Freund irgendwie zum neuen Feind werden sollte, dann könnte es sein, dass der meine ganzen Ohren und meine Nase und meine Lippen und was weiß ich was hier auffressen könnte. Und das finde ich nicht so gut. Weil nicht, dass ich morgen irgendwie ohne Nase oder so aufwachen tue. Das wird mir nicht gefallen. Aber egal. Hauptsache, man hat draußen gepennt. So, bevor dieses gute Nachtbier hier ausgetrunken ist, werde ich jetzt noch eine Instagram-Story machen. Genau, damit die Leute, die mich auf Instagram folgen, diese Story sehen können mit Augen. Und deswegen verpflichte ich euch alle, dass jeder, der mich noch nicht auf Instagram folgt, mir einmal zu folgen. Extra damit... Genau, damit ihr auch exklusiven Content von mir über Instagram Stories bekommt. Guck mal hier. Das hier, das ist mein Gute-Nacht-Bier. Das werde ich jetzt trinken. Und wenn das passiert ist, dass ich das getrunken habe, dann werde ich hier rumpennen. Guck mal hier. Das hier, das ist mein Gute-Nacht-Bier. Das werde ich jetzt trinken. Und wenn das passiert ist, dass ich das getrunken habe, dann werde ich hier rumpennen. Guck mal hier. Das hier, das ist mein Gute-Nacht-Bier. Wie sich das anhört. Das werde ich jetzt trinken. Und wenn das passiert ist... Scheiße. Das hört... Da... Der Anfang, der hört sich wie hingeschissen an. Das habe ich gerade so gepustet, wie ihr es gehört habt. Das ist richtig geil. Und deswegen, ihr müsst rüberkommen. Hier auf mein Instagram. Das müsst ihr wirklich machen, damit ihr was erleben könnt. So, es ist soweit. Ich habe mal ein gutes Nachtbierchen ausgetrunken und ich werde mich so langsam schlafen legen. Und von daher würde ich sagen, gute Nacht bis morgen. So, ich bin aufgestanden. Hier in diesem Tab habe ich rumgepennt heute Nacht. Und hier vorne ist dieser Fluss. Weser oder wie der heißt. Und da drüben, da fährt ein Schiff. So habe ich heute hier geschlafen. Guck mal hier. Ich bin gerade dabei, Koffein herzustellen. Mit zwei Kaffeepads. Und jetzt warten, bis Blasen kommen. So. Die Blasen sind gekommen. Das heißt, mein Koffein ist fertig. Ja, ich kann mich jedes Mal wiederholen. Draußen in der Natur Kaffee zu saufen ist geil. Und nachdem ich den hier ausgetrunken habe, dann werde ich auf jeden Fall hier meinen Tarp zusammenbauen. Und die ganzen Sachen auch einpacken. Und dann muss ich die restlichen Bierpause machen gehen. Und ich habe hier vor lange rumgesessen. Das dauert nicht mehr lange, bis dann bald schon wieder Dämmerung kommt. Ich habe hier schon den ganzen Mittag und... Ich habe schon Nachmittag irgendwie. Ich glaube 16 Uhr oder so. Wisst ihr, was ich mich frage bei dieser Tarp-Aufbau-Variante, die ich da gestern gemacht habe? Ob dieser stabile Stock hier,
so stark angezogen ist, dass der mich beim Bierpower machen halten tut. Ich glaube, ich probiere es mal aus. Ah, schade. Hat nicht ganz funktioniert, aber egal. Schade, das hätte ich jetzt schon eine Person grüßen können. Aber muss ich doch auf den Rückweg machen. Aber egal, ich werde jetzt mal einen Tarp zusammenbauen. Voll Fettschiff! Voll Fettschiff! Schiff mit Fett dran! Voll Fettschiff! Mein Gehirn fühlt sich so an, als ob ich gestern ganz viele Gehirnzellen verloren habe. Und darauf, weil ich auf der Suche nach neuen Gehirnzellen bin, werde ich erstmal ein Guten Morgen Bier trinken. Auf der Suche nach neuen Gehirnzellen! So, meine Sachen sind gepackt. Vollständig. Das hier, das ist mein überfüllter Müllsack, der jederzeit abreißen kann. Da sind meine ganzen leeren Bierflaschen und noch mehr Müll, was ich produziert habe, drin. Und jetzt nach Hause, nach Richtung nach Hause hinlaufen, Start kommt. Und ich bin auf der Suche nach einem Mülleimer. Ich bin jetzt hier an dieser Stelle angelangt, wo hier Asphalt ist und wo hier vorne diese nervige Autobahn vorhanden ist. Und jetzt gelaufe ich nach Richtung da lang. Und da muss ich schon bald irgendwie nach ein paar Bierpower-Gegenständen suchen gehen. Damit ich gleich weiter das Bierpower-Machen-Gehen fortsetzen kann. Es müssen, glaube ich, noch 9 Leute gegrüßt werden. Geprost! Extra damit ich die Bierpower-Durchführungen besser durchführen kann. Mit mehr Kraft und so weiter. Glaube ich. So, guck mal, ich habe hier ein paar Bierpower-Metall-Gnubels gefunden. Die habe ich schon gestern missbraucht, aber die werden von mir heute auch nochmal missbraucht. Für ein paar Bierpowers. Das wird jetzt richtig gemacht. Ich grüße einen Mann im Wald. Ich grüße Atze der Buschpirat. Ich grüße Tim von Lindenau. So, ich habe hier diese 3 hier für Bierpower benutzt. Aber die letzten 3, die werde ich jetzt nicht Bierpowern. Weil ich merke so einen Muskulaturkater im Brust, im Bauch und am Lattbereich. Von den ganzen Bierpowers, die ich gestern gemacht habe. Und das strengt voll an, das die ganze auf einer Seite zu machen. Und deswegen laufe ich jetzt erstmal weiter. Und ich glaube, 6 Stück müssen noch gemacht werden. Und genau, die werde ich dann später fortsetzen, wenn ich ein bisschen weitergelaufen bin. Als ich schon mal geschielt habe, da habe ich schon mal mein Gehirn gesehen. Aber ich glaube, das habe ich vor kurzem schon mal erzählt gehabt. Aber das wollte ich euch doch mal gesagt haben. Guck mal, da ganz hinten. Da ist Fluss, das ist diese Weser oder wie das heißt. Und da bin ich mal im Sommer, bin ich da rüber geschwommen. Und in der Mitte von dieser Weser, da haben ganz viele tödliche Krabben rumgeschwommen. Sind ganz klein. Das war richtig räudig gewesen. Das war richtig schmierig und dreckig. Das hat mir nicht gefallen. Die waren alle tödlich verunglückt. Und darauf, dass ich dieses Schild hier gefunden habe, werde ich das nächste Bierpower machen. Ich grüße Backpacker Wilderness. So. Ich habe hier einen verranzten Mülleimer gefunden. Das heißt, jetzt kann ich endlich diesen leeren Müllsack da drin entleeren. Also, ich habe hier aber die ganzen leeren Bierflaschen hier hingestellt und den restlichen Müll hier reingeschmissen. Richtig ranzig, oder? Richtig voll geil. Hier diese ganzen leeren Bierflaschen, die ich gerade unter dem Mülleimer hingestellt habe, die wurden gerade von einem Pfandflaschensammler aufgesammelt. Und ich sah das in seinen Augen absolut, dass er sich so richtig gefreut hat, diese ganzen leeren Bierflaschen aufzusammeln. Und das ist mir auf jeden Fall mehr wert, als diese Flaschen selbst zu verkaufen. Und weil ich kenne extrem die Situation. Wenn wirklich gar kein Geld überbleibt, dann hatte ich das besonders in der Ausbildungszeit, wo ich auch Bildung gemacht habe. Ich habe zwei kaufmännische Ausbildungen damals abgeschlossen.
Einmal kaufmännischer Assistent für Informationsverarbeitung und Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Genau, diese zwei Ausbildungen habe ich damals abgeschlossen. Und ich kenne diese Zeit extrem gut, dass jegliches Geld irgendwie fehlt und man irgendwie anders nicht über einen Monat rumkommt, dass man sonst hungern muss und so weiter, weil irgendwie nichts zu essen da ist, irgendwie kein Geld, kein... Damals war ich auch noch Raucher gewesen und da war ich auch noch so richtig nikotinabhängig gewesen und so weiter. Und da habe ich mich wirklich über jede einzelne Flasche gefreut und wie oft ich nachdem ich Feierabend bei der Ausbildung hatte, wie oft ich gezwungen war, Flaschen zu sammeln, weil einfach kein Geld da war. Also mir ging es da finanziell sehr viel schlechter, als wie es heute ist. Ja, das ist auf jeden Fall Real Talk. Und das wünsche ich auf jeden Fall keinem, so eine miese Zeit. Aber ich habe schon sehr, sehr lange Zeit nicht mehr Flaschen sammeln müssen. Ich glaube, das letzte Mal bei der Fickmühlenwanderung. Da habe ich das gemacht. Weil es war Monatsende und da war es richtig knapp gewesen. Und ich glaube, da hatte ich noch kein YouTube-Geld gehabt. Sondern das war, glaube ich, kurz danach gewesen. Genau, bei der Fickmühlenwanderung, da habe ich, glaube ich, das letzte Mal Flaschen gesammelt. Und der Auslöser, warum ich seit kurz danach keine Flaschen sammeln gehen mehr musste, ist auf jeden Fall der nächste YouTuber, auf den ich gleich Bierpower machen gehe. Ich grüße Outdoor mit Sebastian. Outdoor mit Sebastian hat er mich mal dazu herausgefordert, wer von uns beiden mehr Kilometer innerhalb von 24 Stunden durchgezogen bekommt, fußläufig. Und weil ich diese Challenge angenommen und durchgezogen hatte, sind sehr viele Zuschauer von seinem Kanal auf meinen Kanal rübergekommen. Und das hat mich sehr, sehr schnell von 500 Abonnenten auf ich glaube, etwas über 1000 Abonnenten gebracht. Und genau, und seitdem haue ich die Monetarisierung an. Und seitdem komme ich halt viel, viel besser über einen Monat, also durch den Monat durch. Und ein Teil seiner Community ist auf meinen Kanal aufmerksam geworden und sind bis heute noch Zuschauer. Und da kann ich einfach nur Danke sagen. Ich grüße Lost Places. Ich grüße Sabrina Outdoor. So langsam merke ich, dass die Kraft schwindet. Aber ich habe noch zwei zu machen. Ich bin schon wieder an dieser Stelle angekommen, wo hier diese Stange hier ist. Und auf dieser Stange habe ich schon mal so gemacht. Und hier, guck mal hier. Ich bin schon wieder hier an dieser Weserwehr angekommen. Also da, wo Wasser runterfällt. Da laufe ich jetzt gerade drüber. Ich bin gerade durch diese Weserwehr drauf gelaufen. Hier vorne ist blaues Licht. Und wisst ihr, was das macht? Es leuchtet blau. Ich grüße Rausgefahren. Und ich grüße dich, Let's Urbex. So, ich habe jetzt alle 30 Bierpaul-Grüße gemacht. Und jetzt, weil ich voll Bock auf einen Döner habe, laufe ich jetzt zum nächsten Dönerladen, um mir dort einen Döner zu kaufen. So, ich bin hier beim Dönerladen. Ich werde mir jetzt einen Döner und ich glaube Pommes auch bestellen. Und dann laufe ich nach Hause. Also sieht man sich gleich, wenn ich gleich zu Hause angekommen bin. Ich bin gerade zu Hause angekommen und ich habe hier Pommes und Döner. Jetzt wird gefressen. Guck mal hier. Das hier, das ist mein Gute-Nacht-Bier. Das werde ich jetzt trinken und wenn das passiert ist, dass ich das getrunken habe, dann werde ich hier rumpennen.